Spät, aber doch herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Lesart in diesem Jahr. Und zwar von einem Ort, der von der Kultur der Handschrift und des Buches auf ganz besondere Weise geprägt wird. Aus dem Benediktinerstift Göttweig mit seiner weit über 900 Jahre alten Bibliothek. Dass wir Sie von hier begrüßen, hat noch einen weiteren Grund. Eben ist hier die 15. Ausgabe des Festivals Literatur und Wein zu Ende gegangen. Zwei wichtige Autoren, die hier gelesen haben, sind heute bei uns zu Gast. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie pflegt einen überbordenden, weit ausholenden Stil. Er bevorzugt schlichte Eleganz. Herzlich willkommen Nino Haratischvili und herzlich willkommen Peter Stamm. Frau Haratischvili, vor ein bisschen über einem halben Jahr ist dieses Buch erschienen, 1300 Seiten dick. Welchen Gedanken haben Sie, wenn Sie es jetzt so vor sich stehen sehen? Erleichterung. Ich habe 4 Jahre mich damit abgequält und nicht nur natürlich, aber es ist in erster Linie Erleichterung, aber auch Dankbarkeit, dass das eben aufgrund des Umfangs, der dann doch einige Leute ängstigt, nicht abgelehnt wurde, sondern im Gegenteil. Und jetzt... Erleichterung im Gegensatz zum Gewicht. Was haben Sie denn mit dem allerersten Exemplar, das Sie in Händen gehabt haben, angestellt? Haben Sie daran gerochen? Haben Sie es wohin gestellt? Ja, oder? Ich bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwo hinzustellen. Also normalerweise mache ich tatsächlich so, dass ich das erste Exemplar von einem Buch, das ich in der Hand halte, ins Regal stelle. Und damit ist für mich dann die Odyssee sozusagen abgeschlossen und in der Hoffnung, dass ich dann anfange, mich für was Neues zu interessieren. Aber da ich mich momentan nach wie vor auf der Lesereise befinde, ist mein relativ derangiertes Exemplar in meiner Tasche ständig. Das ist das Erste, mit dem Sie reisen. Richtig, ja. Perfekt. Herr Stamm, haben Sie irgendwelche kleinen Rituale mit dem ersten Buch? Bei Ihnen sind Sie ein paar? Nö. Kommt rein. Ja, das ist das Erste. Und eben, man nimmt es mit auf die Lesereise. Irgendwann sieht es nicht mehr schön aus, dann nimmt man ein anderes. Also ich schaue schon drauf, dass es die erste Auflage ist, die ich behalte. Aber ansonsten ist mir das nicht so wichtig. Mhm. Frau Haratischvili, die Arbeit an das achte Leben, sagen Sie, sei in erster Linie eine Auseinandersetzung mit meinen eigenen Wurzeln gewesen. Sagen Sie in einem Gespräch, wenn Sie heute, nachdem Sie es abgeschlossen haben, draufschauen, worin besteht denn der zentrale Erkenntnisgewinn darin? Oder ist es zu groß gedacht? Ich glaube nicht, dass ich jetzt nach Abschluss dieser Arbeit in irgendeiner Form sagen könnte, ich bin jetzt weiser geworden, habe jetzt den Überblick über diese ganze Geschichte. Ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen genauer beim Hinsehen und vielleicht habe ich einfach einen Tick besseren Überblick, als ich es bisher hatte. Und in irgendeiner Form hat es so eine paradoxe Wirkung, weil einerseits hat es mich eben auch ein bisschen versöhnlicher gestimmt, dass ich Dinge, warum die heute so passieren, wie die passieren, im Osten und explizit natürlich in Georgien, dafür habe ich einfach ein bisschen mehr Verständnis und andererseits genau so macht es mich aber auch wütend. Das, also es hat so eine paradoxe Wirkung. Was macht Sie denn wütend? Genau. Ja, gerade durch die Erkenntnis, mit dem Wissen von vielen Dingen, die ich vorher nicht hatte, das realisieren zu können, dass heutzutage bestimmte Vorgänge, Situationen, Umstände anders und vor allem besser sein könnten. Woran denken Sie konkret? Ja, vor allem natürlich die politische und wirtschaftliche Situation in erster Linie. Also ja, die sozialen Probleme und weil ich denke, dass man doch ein paar Chancen gehabt hatte, Dinge besser hinzubiegen. Mhm. Ja. Herr Stamm, bei Ihnen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber sind die Bücher eher wirken einer kleinen Versuchsanordnung manchmal, stimmt das? Kann man das so sagen oder schicken Sie ein Thema in die Welt und... Nein, ich habe oft gesagt, das sind im Grunde genommen sind das Experimente auch, okay. oder es ist eine Forschungsarbeit. Ich habe ein Thema, manchmal ist es nicht mal ein Thema, nur eine Idee, Grundkonstellation oder irgendwas und will was rauskriegen. Und das Schreiben ist mein Erkenntnismittel. Also so wie ein Psychologe, ich habe ja mal Psychologie studiert, halt seine Forschung betreibe ich die in der Literatur. Und ich habe gefunden, dass man in der Literatur im Grunde genommen mehr Erkenntnisse hat als in der Psychologie. Darum habe ich die Psychologie aufgegeben. Mhm. Und interessanterweise hat meine amerikanische Verlegerin, war Psychoanalytikerin, hat psychoanalytische Literatur publiziert und hat genau dasselbe gesagt. Sie hat deshalb zur Literatur gewechselt, weil sie dachte, da liegt mehr Wahrheit als in der Psychoanalyse. Und nicht unbedingt im Ausgesprochen werden, sondern
oft in den Andeutungen. Weil es nicht analytisch ist, okay, sondern weil es intuitiv ist. Und ich glaube, vieles, das Bauchgefühl wird ja jetzt wieder hochgelobt oder es kommt zurück, dass man einfach sagt, man intuitiv begreifen wir viele Dinge, die wir intellektuell nicht beschreiben können oder nicht erklären können. Sie haben gesagt, zum Ausgangspunkt des Schreibens, dass es manchmal ein Satz, ein Bild ist. Nacht ist der Tag, gibt es einen Satz oder ein Bild? Ist es der auch das Buch, den ersten Satz bildet, oder ist es verschwindet er manchmal? Da ist es nicht der erste Satz. Nein, das ist ein ganz altes Projekt. Das geht eigentlich 20 Jahre zurück. Es gab schon mal, nicht das Projekt, aber das Thema. Ja. Es ging mir im Grunde genommen um die Frage, inwieweit das Äußere und das Innere zusammenhängen und inwieweit das Innere sich verändert, wenn das Äußere sich verändert. Es war ja immer diese Frage, wenn ich Menschen gesehen habe, gerade jetzt Menschen, die vielleicht extrem ausgesehen haben, ist der Mensch gefangen in diesem Körper oder ist er dieser Körper? Also sind die beiden trennbar? Wäre es vorstellbar, dass dieser Mensch in einem anderen Körper stecken würde? Und wie wäre er dann? Und diese Fragen haben mich eigentlich immer schon fasziniert. Mhm. Und Ihr Fazit eher nicht? Lässt sich schwer trennen? Es lässt sich kaum trennen, glaube ich, ja. Aber es lässt sich auch nicht, wie soll ich sagen, meine Figur sagt dann irgendwann, es gibt mich nicht. Also Menschen sind eben keine Gegenstände, die man festmachen kann, die unveränderlich sind. Wir sind dauernd in Bewegung, wir verändern uns dauernd und natürlich ist das Äußere vom Inneren nicht trennbar. Mhm. Sie haben gesagt, dass Sie auch nicht groß planen, sondern oft treiben lassen beim Schreiben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Sie diese 6 Generationen umfassende Familiengeschichte nicht ohne... Wie minutiös war denn die Planung? Notizzetteln, Stammbäume oder... Gar nicht. Das erzählen immer all meine Freunde, die irgendwie zu mir besuchen kommen, dass die kommen immer rein und suchen immer irgendwelche Pinnwände und 100.000, also irgendwelche Zettelberge. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte einen Notizblock, das im Laufe dieser Jahre immer aufgequollener wurde und tatsächlich eine kleine Skizze mit den ganzen Daten, weil ich bin immer sehr schlecht mit Jahreszahlen und so weiter. Ich hatte ungefähr einen Plan. Ich wusste, das wird eine Familiengeschichte. Ich wusste, wann es beginnt und wann es enden soll, ungefähr. Ich wusste, dass es über mehrere Generationen geht. Aber im Endeffekt war eigentlich mein Leitmotiv die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus der östlichen Perspektive. Und ich habe durch die Archivarbeit, durch die Recherche, wurde es immer mehr. Also ich hatte oft das Gefühl, ich bin wie in einem Gebäude, wo ich das Gefühl habe, ich öffne eine Tür und dahinter sind noch viel mehr Türen. Und ich war wirklich wie so ein Kind, das alle Eissorten in einem Eisladen durchprobieren will. Und am Ende musste ich eher das reduzieren und wirklich gucken, okay, was brauche ich wirklich, was ist wirklich relevant für die Geschichte, meine Geschichte. Und weil es ist ein relativ unbeackertes Feld, es sind einfach wahnsinnig viele Schätze, auch grausame Schätze, die man da entdecken kann und entdeckt. Zumindest für mich war es so. Und man kommt da schon in Versuchung, das alles irgendwie mit einarbeiten zu wollen. Aber das ist dann natürlich im Endeffekt viel. Und am Ende habe ich dann ein paar Sachen weggelassen. Aber ich glaube, der Plan oder die minutiöse Planung war tatsächlich, dass ich einfach immer der Zeit gefolgt bin. Von welcher Wendung Ihrer Geschichte waren Sie selber am meisten überrascht? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, also es gibt eine Figur in dem Buch, die ist halt immer so am Rande. Man denkt erstmal, die ist eine Nebenfigur und für mich ist sie aber eine sehr, sehr zentrale Figur. Georgi Alanya heißt er. Und ich war halt sehr, überrascht, aber ich fand das ein wahnsinnig spannendes Thema, oder ein Kapitel in der Sowjetgeschichte, von der ich nie was gehört habe, weil dieser Mensch arbeitet in der Repartierungsbehörde, die Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen gegründet hatte, und da waren etliche Menschen, die, man kann es so, wenn man es platt sagt, als Spione im Ausland gearbeitet haben, um die im Westen abgebliebene Sowjetbürger nach Hause zu lotsen, teils mit List und Trug, teils mit Gewalt, und dass das wirklich so eine große Maschinerie war und eine Behörde und dass da... Aber das war eine historische Entdeckung, die ich gemacht habe. Das war eine historische Entdeckung, die ich natürlich in diese Biografie von diesen Menschen eingearbeitet habe, und dadurch hat sich einfach sehr, sehr viel ergeben, und überraschend war es vielleicht eher da, ja. Herr Stamm, wo haben Sie geschrieben und Sie gedacht, jetzt tut sich was auf, mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet und wie gehe ich jetzt mit dem weiter um? Jetzt nicht nur bei Nacht ist der Tag, sondern auch in einem anderen Buch, so ein Moment. Es gibt schon immer wieder, es ist einfach, weil ich eben auch nicht plane. Ich finde, Planen ist, und gerade weil das Planen eben diese
das Intuitive verunmöglicht. Wenn ich praktisch eine Wanderung plane und sage von Anfang an, ich nehme genau den und den Weg, dann habe ich überhaupt nicht die Chance, wenn ich dann an der Kreuzung bin, zu sagen, der Weg sieht aber viel schöner aus oder viel spannender. Das passiert mir eigentlich dauernd. Es gibt, ja, es ist, jeder Satz ist eine Überraschung. Aber so eine richtige, eine dramatische Entwicklung, wo Sie gedacht haben, was mache ich jetzt? Das war in 7 Jahren. Da gibt es einen Fall, wo der Mann mit dieser Polin schläft, die nicht schön ist und nicht, also die einfach alles ist, was man nicht sein will. Und er ist aber irgendwie zu ihr hingezogen. Und nachdem er mit ihr geschlafen hat, gibt er ihr Geld. Und da war ich wirklich schockiert. Da habe ich gedacht, mein Gott, das darfst du wirklich nicht machen. Ich habe mir auch überlegt, soll ich das streichen? Aber das ist so, der macht das einfach. Okay. Und ich habe es dann drin gelassen. Sie gelten als sehr schlanker Autor, der sehr verknappt. Was ist so beängstigend am Ausschweifenden? Nein, ich finde, das ist überhaupt nichts Beängstigendes. Im Grunde genommen, denke ich, muss jede Literatur reduziert sein auf das Notwendige. Aber das Notwendige kann auch sehr viel sein. Wenn ich den Zauberberg lese, dann ist es ein sehr dickes Buch, wo sehr wenig passiert. Und trotzdem ist jeder Satz, nicht jeder vielleicht, aber es ist doch alles notwendig. Was mich stört, ist, wenn ich in Büchern das Gefühl habe, aber das hast du ja auch gesagt, es geht darum, was brauche ich für diese Geschichte? Und dann kann es sehr viel sein. Und das lese ich dann auch unter Umständen gern. Ich selber schreibe das nicht, weil das einfach nicht mein Stil ist. Aber ich habe überhaupt nichts gegen dicke Bücher. Um dick geht es jetzt nicht unbedingt, sondern es geht um das opulente, große, weil sie doch sehr streng auch sind. Na, meine Idee war ein bisschen schweizerisch-kalvinistisch. Vielleicht, ja, das kann sein. Und es war schon auch immer meine Idee, dass ich irgendwie will, dass der Leser, dass der Text im Kopf des Lesers lebendig wird. Und da ist es im Grunde fast wie eine Taktik, dass ich sage, ich erzähle dir nicht alles, also musst du dir das vorstellen. Ich sage dir nicht, wie der aussieht. Also musst du, und das macht der Leser auch. Er muss sich ja dann einen Menschen vorstellen. Und dadurch wird der Mensch zu seiner eigenen Figur. Okay. Wenn ich ihm genau beschreibe, wie die Figur aussieht, dann zwinge ich ihn praktisch dazu, jetzt meine Agnes blond zu sehen oder braunhaarig. Und wenn ich ihm das nicht sage, dann kann er machen, was er will. Und das führt dazu, dass einerseits, dass die Leser sagen auch, dass sie das wirklich dann wir die Bücher verschlingen, also sie können da nicht aufhören zu lesen. Andererseits natürlich aber auch, dass sie teilweise mich auch für Dinge kritisieren, die ich gar nicht geschrieben habe, also die sie sich nur vorgestellt haben. Ich muss mich immer wieder verteidigen gegen Vorwürfe, wo ich sage, das steht nicht drin in dem Buch, das hast du selbst so gelesen. Das Buch besteht aus 8 Büchern. Das 8. Buch ist die 12-jährige Brilka, der das Buch gewidmet ist, beziehungsweise für die es eigentlich geschrieben ist. Das Kapitel sind leere Seiten. Die Frage ist, schreiben Sie die noch? Schreibt die wer anderer oder schreibt die Brilka oder bleiben die so? Also ich glaube nicht, dass ich sie fortschreiben will oder möchte oder sollte. Im Idealfall tun es alle Brilkas der Welt. Und die es jetzt in Georgien sind und die jetzt gerade 12 sind oder 13 oder 14. Und hoffentlich schreiben sie es anders fort als bisher in den 7 Büchern zuvor. Aber ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen. Okay. Nacht ist der Tag, endet offen. Kennen Sie den Schluss und verraten ihn nur nicht? Nein. Oder haben Sie selber keine Ahnung? Nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Aber eine Fantasie dazu haben Sie? Nein. Ich weiß immer ganz genau, wo ich aufhöre. Ich meine, es sind Lebensabschnitte von Menschen und ein Leben hat auch, na gut, ein Leben hat ein Ende, aber das wäre der Tod, aber ich kann nicht immer meine Figuren sterben lassen, um meine Bücher zu beenden. Ich weiß schon ganz genau, bis wohin, dass ich schreibe und da ist was passiert in Gillian. Sie hat was begriffen über ihr Leben und das reicht mir dann auch. Mhm. Wie sie jetzt weitergeht, keine Ahnung. Mhm. Sie haben eine sehr schöne Angewohnheit, nämlich unter anderem im Zug zu schreiben. Gibt es bestimmt und eine Karte, die Ihnen das ermöglicht, so eine Netzkarte oder genau, was? Genau, das heißt bei uns das Generalabonnement. Wir haben nicht so Probleme mit dem Wort General. Ich weiß nicht, wie das in Ländern ist, die den Krieg erlebt haben. Und das heißt Generalabonnement. Ja, da kann man dann das ganze Jahr nicht gratis fahren. Man hat ja bezahlt dafür, aber kann dann so weit fahren, wie man will. Gibt es bestimmte Schrecken, die sich für bestimmte Sujets eignen und bestimmte Züge, die mit bestimmten Figuren zu tun haben? Nicht für Sujets, aber generell fürs Schreiben halt. Ich muss Strecken nehmen, die nicht so dicht befahren sind, weil ich zwischen Zürich und Winterthur kann ich nicht schreiben. Die Züge sind immer voll. Für Nicht-Schweizer heißt das kurz und voll, oder wie? Ja, genau. Aber zum Beispiel gerade das Rheintal, Grenze zu Österreich, da fahren alle mit dem Auto und da sind die Züge immer leer und das ist eine ganz gute Strecke. Sie sind in Amerika weltberühmt.
Sie sind nominiert für den Booker Prize, eine ganz seltene Ehre für nicht englischsprachige Autoren. Waren Sie? Und Sie haben eine große Fangemeinde im Iran. Stimmt das? Und wenn es scheint so. Naja, erstmal muss man ja übersetzt werden. Ohne geht es ja nicht. Und, ja. Und Sie sind übersetzt? Keine Ahnung, es ist ein guter Verlag, Ofok, ist ein toller iranischer Verlag. Es scheint die Leute anzusprechen, ich weiß es auch nicht genau. Man weiß ja nie genau, warum Leute die Bücher mögen, die man schreibt. Mhm. Man muss schon sagen, Persien, der Iran ist ein Land von Lesern. Die Leute lesen unglaublich viel. Ich war auf der Buchmesse da. Das ist, glaube ich, die Buchmesse mit den meisten Besuchern. Da kommt 1 Million Menschen oder so innerhalb von 2 Monaten. Es ist gigantisch. Wahnsinn. Und die Leute sind intelligent, sie sind interessiert. Sie sind Teheran? In Teheran, Sie sind unglaublich offen, sie freuen sich, wenn man kommt. Also ich kann nur jedem empfehlen, da hinzufahren. Das ist ein unglaublich tolles Land. Mit einer unglaublich schlechten Regierung. Aber naja, etwas besser jetzt. Aber. Okay. Aus welchen Weltgegenden kommen unerwartete Signale der Freude über Ihr Buch? Ist es schon viel übersetzt jetzt? Das kann ich jetzt leider noch gar nicht sagen, weil das, also es wird, ist in verschiedene Länder verkauft, aber das wird noch dauern, bis es übersetzt wird. Und willst du das auf Georgisch übersetzen? Oder? Nee, um Gottes Willen, nein. Aber es wird Georgisch übersetzt werden? Es wird, es wird, wurde jetzt kürzlich entschieden. Das freut mich auch, weil gerade jetzt aus Georgien gibt es natürlich explizit, also so nochmal ein sehr spezielles Interesse und gerade jetzt zu dem Buch, da höre ich schon auch immer wieder dieses wann kommt's raus, aber jetzt wird das zweite übersetzt und dann wird das folgen, aber das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und warum nicht selber übersetzen? Oh Gott, nein, also ich finde Übersetzen erstens wirklich eine wahnsinnig hohe Kunst und ich weiß nicht mal, ob ich das so gut könnte. Zweitens finde ich das auch merkwürdig, narzisstisch selber nochmal mich zu übersetzen. Das hat für mich sowas merkwürdig Unnatürliches zum einen. Und zum anderen interessiert mich am Schreiben primär ja immer dieser Prozess. Und der ist halt für mich abgeschlossen. Und wenn ich jetzt anfange, das nochmal zu übersetzen, habe ich das Gefühl, als würde ich eine Geschichte neu schreiben. Und also einen anderen Autor, jetzt einen georgischen Autor ins Deutsche übersetzen, das kann ich mir schon zum Beispiel vorstellen. Das würde mir auch Spaß machen. Aber jetzt mein eigenes, nein. Sie äußern permanente eine gewisse Grund, einen Hauch von Unzufriedenheit mit dem, was dann schließlich gedruckt wird. Sie finden es okay, sehr gut, aber es bleibt so quasi immer ein kleines Gefühl von reicht nicht ganz. Lassen Sie mich eine Sekunde, ein einziges Mal kurz psychoanalytisch sein. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie nicht genügen? Niemand. Ich glaub, das ist ja das Tolle an der Kunst. Dass Dinge, die man dann irgendwann perfekt kann, die sind ja nicht mehr interessant. Und das Tolle ist ja, dass man eben immer denkt, es könnte noch besser sein. Das geht ganz vielen Autoren so. Ich vermute mal, es geht allen Autoren so, dass man immer denkt, man hat so die Vorstellung, wie es sein könnte, wie es werden könnte. Und dann schreibt man es und dann ist es halt doch wieder nicht ganz so, wie man es gedacht hat. Im Kopf ist immer alles noch ein bisschen besser. Das gilt ja auch für viele Dinge im Leben auch. Die Ferien sind auch immer ein bisschen schöner im Kopf, als sie dann in Wirklichkeit sind. Oder in der Erinnerung werden sie wieder schöner. Dann werden sie wieder schöner, genau. Vielleicht, wenn ich dann ein alter Autor bin, werde ich dann meine Bücher ganz toll finden. Die nicht weggehen, nicht aufbewahrten Erstausgaben werden sie dann aber suchen. Man würde ja gar nicht weitermachen. Wenn man das perfekte Buch geschrieben hätte, würde man auch sagen, jetzt habe ich es, jetzt höre ich auf. Okay. Aber so macht man immer weiter und denkt, das nächste Mal mache ich es noch besser. Stimmt das, was Herr Stamm sagt? Natürlich. Ich finde schon, ja. Also es gibt, von Mal zu Mal ist das anders. Also bei manchen Dingen findet man es vielleicht mal besser, mal schlechter. Aber grundsätzlich dieses, es geht immer besser, ist, glaube ich, auch ein großer Ansporn. Also es ist ja nicht per se etwas so Minderwertigkeitskomplex, sondern es ist ja auch eine Motivation. Weil wenn man jetzt nicht zweifelt und immer alles irgendwie toll findet, was man produziert, ist irgendwie, weiß ich nicht, ich wäre da sofort misstrauisch. Mhm. Und mir geht's halt oft so, dass ich mit Abstand Dinge immer, also wenn ich jetzt halt ein Buch lese, das ich vor Jahren geschrieben habe, dass ich denke so, oh, das hättest du auch besser machen können, so. Mhm. Aber ich glaube, das macht ja auch ein bisschen die Zeit und weil man ja auch im Laufe der Zeit sich selber verändert und auch das Verhältnis zu dem eigenen Buch und weil für mich ist ja auch jeder Roman oder jedes Stück mit einer bestimmten Zeit behaftet oder es ist, lebt dort und es ist entstanden aus einem bestimmten Kontext und so gesehen kann ich es dann auch immer ganz gut stehen lassen und denke so, okay, das war halt so gut, dass mir damals möglich war. Aber dieses immer besser zu wollen ist, finde ich, eigentlich auch was Gutes. Mhm.
Sie sind mit der georgischen Sprache aufgewachsen, haben aber an der Schule Deutsch gelernt, leben jetzt seit längerer Zeit in Hamburg. Über welche Eigenheiten des Deutschen schütteln Sie denn bis heute den Kopf? Oh Gott, die, also das wo Sie jedes Deklinieren Mal sagen, von Adjektiven. Okay. Ist schon das, also mit den Artikeln grundsätzlich, weil es gibt im Georgischen keine Artikel, es gibt nicht mal ein Geschlecht in der Sprache, gibt nicht mal ein Er und Sie. Ja, wir sind da sehr emanzipiert, zumindest in der Sprache. Gibt es eine Frage, die Sie aufgrund Ihrer Unbeantwortbarkeit besonders gern haben? Es sind eigentlich immer die großen Fragen, die spannend sind. Ist zum Beispiel bei Lesung, Nachlesung, die Frage, wer meine Autoren sind, die ich mag, das ist die langweiligste, weil da kann ich immer nur dasselbe sagen. Die spannenden Fragen sind immer die, wo man selber dann sucht, wo man die Antwort nicht weiß und dann eben anfängt, darüber nachzudenken. Das finde ich die spannenden Fragen. Die letzte gute war welche? Oh Gott, was fragen die alles? Einer hat gefragt, ob ich Alkoholiker sei, weil die Leute immer Wein trinken in meinem Leben. Das ist keine interessante Frage. Nein, es sind halt eben die Grundfragen. Ja. Im Osten ist mir immer aufgefallen bei Lesereisen, da fragen die Zuhörer noch wirklich nach den großen Dingen. Also die Russen zum Beispiel, Georgier glaube ich auch, die fragen noch den Autor, was ist der Sinn des Lebens oder was ist Liebe? Die trauen uns das zu. Illusion, also da gibt es noch vielleicht die Hoffnung, dass der Schriftsteller oder Autor noch so die moralische Instanz irgendwie auch noch sein kann. Ja. Oder dass er jemand ist, der vielleicht Dinge versteht oder etwas. Ja. Bei uns fragen Sie, in der Schweiz fragen Sie eher, können Sie davon leben oder so. Das ist dann so die typisch schweizerische Frage. Herr Stamm, Sie haben auf Facebook Mitte März an die Schülerinnen und Schüler von Baden-Württemberg gewandt und Sie haben da drinnen geschrieben, Sie haben gebeten, dass die bei der Matura ihre Figur Agnes, die Sie 98, die Hauptfigur Ihres Romans, nett behandeln, Ihnen viel Glück für die Arbeit gewünscht und Sie getröstet, dass Sie nachher nie wieder ein Buch lesen müssen, geschweige denn eins von Ihren. Kriegen Sie denn viele Zuschriften von geknechteten Schülern, wo die um Hilfe flehen? Ja, obwohl die meisten sind positiv, aber ich kriege schon auch welche, wo einer schreibt, das ist ein blödes Buch und ich habe überhaupt nicht gemocht. Aber ich mag eigentlich überhaupt keine Bücher. Gibt schon, ja. Wo man ihnen zum Vorwurf macht, dass sie jetzt damit sich beschäftigen müssen und so. Ja, weil die müssen halt. Also es ist halt nicht, es ist Pflichtlektüre und dann. Die Agnes ist Pflichtlektüre. In Baden-Württemberg, ja. Aber es ist, wie soll ich sagen, da fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ich meine, ich freue mich sehr, dass es das ist, aber ich will natürlich nicht, dass Leute gezwungen werden, meine Bücher zu lesen. Ich will ja kein Folterinstrument sein. Aber ist es nicht der Schritt in den Olymp, dass man jetzt endlich so quasi kanonisiert wird? Dürrenmatt, Stamm? Ja, aber ich weiß es nicht. Haradischvili? Nicht? Das wäre von der Länge her. Du musst dünnere Bücher schreiben. Das hat keine Chance in der Schule. Stimmt bei Ihnen die Germanisten Schlange? Oder kriegen Sie viele schon oder kommt das erst langsam, die Sekundärliteratur? Es kommt jetzt langsam. Also okay. Es gab schon eine Masterarbeit und ich kriege manchmal Einladungen so zu Seminaren oder jetzt neulich war bei einem Stück, da waren Studenten, die gerade das lesen oder lesen müssen, ich weiß es nicht. das kommt so ein bisschen, ja. Sie wandern ja zwischen Georgien und Hamburg ein bisschen hin und her, also meistens. An welchem Detail macht sich denn Ihr Herkunftsland, also wenn man weggeht, fallen einem Dinge plötzlich auf, wenn man zurückkommt. Gibt es irgendein schönes, greifbares Detail, an dem Sie sagen, ja, das ist Georgien? Ja, es ist irgendwie mal so ein Mix. Ich kann das gar nicht so an einer Sache festmachen.